So Leute, was geht ab? Willkommen zu einem weiteren Video auf diesem Kanal und heute eigentlich zu eurem Lieblingsformat, und zwar kommt nämlich heute das Livecore Plus Unboxing Video zur neuen Kollektion von Vessett. Ja, die neue Kollektion von Vessett namens Vessett Pastels heißt, glaube ich, ist hier mal eingeblendet. Droppt heute Abend um 18 Uhr. Ich stelle das Video jetzt hier gerade morgens um 12 oder so. Kollektion droppt um 18 Uhr. Ich bin sehr gespannt. Und natürlich wird es da einen Live-Cop geben. Gleich kommt dann im Anschluss. Und ein Unboxing. Ich bin sehr gespannt. Noch ganz kurz meine Meinung zur Kollektion. Ich muss sagen, ich finde diese Pastelltöne sehr, sehr schön. Finde aber, dass man so eine Kollektion eigentlich eher im Sommer droppt und nicht im November. Also wenn ihr versteht, was ich meine. Aber die Kollektion ist eigentlich sehr gut. Mir gefallen die Zip-Hoodies sehr. Mir gefallen die Sweatpants sehr generell, diese Farben. Da gab es einen Strick-Sweater, glaube ich, wo so Love is Water draufsteht. Der gefällt mir auch sehr gut. Kann ich mir jetzt an mir nicht vorstellen, finde ich aber an sich als Piece jetzt so freigestellt auch sehr, sehr schön. Eine Frage, was ich mir kaufen werde. Ich werde mir zwei Zip-Hoodies bestellen, weil Sweatpants kann ich irgendwie nicht so gebrauchen. Die Zip-Hoodies finde ich sehr schön. Der Rest ist jetzt nichts, was ich jetzt unbedingt brauche, aber die Zip-Hoodies finde ich, wie gesagt, schön. Ich weiß aber nicht, welche Farbe, deswegen werde ich einfach beide Farben bestellen. Einmal das Pastellrosa, Pastellpink und einmal dieses Babyblau, werde ich beide bestellen, damit ich gucken kann, wie halt die Farben in echt aussehen. Und ich denke mal, ich werde nur einen davon behalten. Ich werde aber mal gucken, ob ich beide bestellen kann. Das wäre zu dem, was ich kaufen möchte. Jetzt würde ich sagen, haben wir genug gelabert. Jetzt geht's los mit dem Live-Cop. Wir switchen jetzt einmal rüber aufs MacBook. Wir sehen uns dann erst heute Abend, weil der Drop ist erst heute Abend. Ich hoffe, wir bekommen das beides, was ich kaufen möchte. Und dann würde ich sagen, geht's jetzt los. Let's go. So, Freunde, wir haben jetzt, ich glaube, circa 20, 30 Sekunden vor Drop. Und ich würde sagen, wir aktualisieren jetzt schon mal die Seite, gehen drauf und fangen jetzt an, ja, das ganz langsam zu aktualisieren. Immer drauf, runter und, oh, ja, da ist es auch schon. Accept all. Und ich würde sagen, wir gehen einmal hier auf den Zip-Hoodie. Zack. XL Add to Cart, den Zip-Hoodie auch in der XL, Checkout, so, E-Mail, zack, zack, weiter. Ich denke aber mal, das sollte eigentlich klar gehen. Complete Order, geil, jetzt hängt mein PayPal hier absolut rum. Warum hängt mein PayPal jetzt hier so rum? What the fuck, was gibt mir mein PayPal ab? Hä? Seht ihr das gerade? Hä? Ich berühre nix. Nice. Ja, entspannt, Digga. Ist doch entspannt. Ja, wir sind jetzt auch auf dem Handy in der Line, weil es irgendwie auf dem Laptop hier nicht geht. Deswegen, Und wir haben es gekauft. Auf dem Handy, ihr habt es hier irgendwo eingeblendet gesehen. Wir haben es gekauft. Auf dem Handy jetzt, weil es irgendwie hier auf dem Dings nicht ging. Jetzt ist es auf dem Handy gekauft. Egal, wir haben es einfach gekauft. Ist auch egal. Ganz, ganz komische Sache, was hier gerade im PayPal abging. Auf jeden Fall würde ich sagen, sehen wir uns, wenn die Sachen angekommen sind. Ging bei Vessett wirklich immer ganz, ganz schnell. Also ich denke mal, die Sachen sind Mittwoch, Dienstag, vielleicht schon Donnerstag bei mir. Und dann kommt das Video auch online, deswegen würde ich sagen, sehen wir uns, wenn die Pakete angekommen sind. Und bis gleich. So, und tatsächlich, nur 3 Tage später halte ich das Paket in den Händen. Wir haben jetzt Mittwoch und das Paket ist heute angekommen. Ich habe es schon gesagt, bei Vessett der Versand geht unfassbar schnell, deswegen Props gehen dafür raus. Also wirklich auch beim letzten Mal. Letztes Mal kam das Paket, glaube ich, sogar schon am Dienstag an. Das letzte Mal ging es noch schneller. Aber das Paket ist hier. Wir haben hier einmal so einen ganz normalen braunen Karton, wo überall einmal so ein Vessett-Paketband umgeklebt ist. Und jetzt würde ich sagen, packen wir das Paket einmal aus. Hier sind beide Zip-Hoodies drin. Und wir machen das Ganze einmal auf. So, einmal hier und einmal hier. Wie geht denn das Ganze? Ach so, okay. Messer zur Seite. Wir machen das Ganze einmal auf. Ihr dürft natürlich auch zuerst reinsehen. Zack und zack. So, aha. Aha. Wir hatten hier einmal schon mal den babyblauen Zip-Hoodie. Wir fangen aber an mit den Stickern, die dabei sind. Wir hatten hier als erstes einmal so einen Vessett Holographic Sticker. Der war auch letztes Mal schon dabei. Habe ich jetzt 2 Stück von.
Einmal dieser Holographic-Sticker. Dann einmal ja, so ein kleinen Teddybär mit so einem Vested-Shirt. Ist, glaube ich, auch ein Print von einem T-Shirt, wenn ich mich nicht täusche. Da war auch dieser Teddybär irgendwie drauf. Ja, sieht auch ziemlich cool aus. Finde ich auch nice. Generell so Sticker und so weiter. Ist immer nice, wenn man das bei einem Paket mit reinpackt. Gefällt mir gut. Und einmal noch, wie bei 6PM, bei Peso, machen ja eigentlich viele Brands. Einmal so eine kleine Karte, wo drauf steht: Thank you for shopping at Vested. We hope you enjoy your purchase von Vested. Und ja, ist auch mal cool dabei zu haben. Aber jetzt würde ich sagen, ja, kommen wir einmal zum interessanten Teil des Pakets. Und zwar nämlich einmal dem Inhalt. Und ich würde sagen, wir fangen an mit dem babyblauen Zip-Hoodie. Der kommt nämlich hier einmal als erstes entgegen. Und deswegen holen wir das einmal schon raus. Und schauen uns das gute Stück doch einmal an. Ich habe mir jetzt diesmal eine XL bestellt, weil ich hatte nämlich beim letzten Job eine L. Und die war mir ein bisschen zu klein und deswegen bin ich jetzt das Size hochgegangen, habe eine XL genommen. Ich habe sonst nie eine XL. Ich hoffe mal, der fittet diesmal nice. Und wir machen es einmal auf. Das Babyblau sieht irgendwann sehr, sehr schön aus. Und zack, wir holen es raus. So, hier wäre einmal der Zip-Hoodie. Hier ist noch so ein kleines Papier. Ja, das wäre einmal der Zip-Hoodie in so einem Babyblau. Gefällt mir wirklich sehr, sehr gut. Wir haben hier vorne einmal Vested eingestickt. Sonst hat er keine Details. Der ist komplett clean. Auch hinten ist nichts drauf. Aber was ich direkt sagen muss, was mir direkt auffällt, der Stoff ist sehr, sehr weich. Also ein sehr, sehr schöner, weicher, dicker Stoff. Beim letzten Zip-Hoodie war es ein bisschen dünner und ein bisschen robuster. Diesmal ist es schön weich und ja, fühlt sich sehr nice an. Viel kann man zu den Zip-Hoodies halt leider nicht sagen. Die sind komplett clean. Da macht, denke ich mal, würde ich sagen, der Fit, ja, die große Rolle. Wir hätten hier noch so ein kleines Vested Hangtag, wo einmal in weiß auf weiß Vested draufsteht. Hier noch einmal das Vested Tag im Nacken, so sieht das Ganze aus. Dann natürlich YKK Zipper, die eigentlich auch immer gut funktionieren. Aber jetzt würde ich sagen, probieren wir das gute Stück doch einmal an und schauen, wie es fittet. Ich hoffe, diesmal passt, weil es ist diesmal eine XL. Sieht aber vom Fit eigentlich, also von der Größe, sieht es eigentlich diesmal sehr gut aus. Nicht zu cropped. Sieht eigentlich sehr gut aus, das würde ich sagen. Ich ziehe das Ganze einmal an. Let's go. Ich sehe es jetzt leider selber nicht. Ihr müsst jetzt sagen, wie es ist. Ich sehe es gerade selber nicht. Auf jeden Fall wäre das der Zip-Hoodie. Von der Länge eigentlich auch perfekt. Wir machen das Ganze zu. Ich hoffe, die Kapuze sitzt. Die Kapuze sitzt aber, glaube ich, auch. Und sonst, ja, wäre das der Zip-Hoodie. Ich blende schon mal ein richtiges Fit-Pick hier ein, wo ihr es komplett sehen könnt. Aber ich muss sagen, fit-technisch wirklich sehr, sehr geil. Auch das Babyblau gefällt mir gut. Jetzt ist halt die Frage, ob mir dieses Rosé, Pink, wer jetzt für eine Farbe es besser gefällt. Aber es wäre auf jeden Fall gut. Und das wäre es einmal, ja, zum ersten Zip-Hoodie. Was ich auch eben nicht gesagt hatte, auf den Plastiktüten steht einmal nochmal Vested in schwarz drauf. Ist auch wieder eine XL. Auch das wird einmal ausgepackt. Wie gesagt, hat jetzt leider keine Details, einfach Vested drauf. Kann ich wirklich nicht so viel zu sagen. Deswegen wird das Video, denke ich mal, auch nicht so lange gehen, weil was soll ich Großartiges zu den Dingern sagen? Ja, hier hätten wir einmal den lavenderfarbenen, ich weiß es nicht, pink, rosa, irgendwas ist es, irgendwie so. Ja, auch die Farbe gefällt mir wirklich sehr gut. Wir hätten wieder ein weißes Vested Hangtag, Vested wieder vorne eingestickt, sonst wieder komplett clean. Auch vom Fit wird er eigentlich genauso sein, also der wird jetzt nicht anders sein, deswegen, ja, wir ziehen einfach auch mal einmal an, dass ihr sehen könnt, wie der on body sitzt. Zack. Aber auch die Farbe sieht mega schön aus. Das sind wirklich mega schöne Farben. Hätte Vested die irgendwie im Sommer gedroppt, wirklich geisteskrank gewesen. Oder so, ich weiß nicht, im Frühling oder so. Aber jetzt halt im Winter solche Farben, klar kannst du anziehen, aber ist jetzt eigentlich für den Winter nicht so das Beste. Ja, aber auch die Farbe gefällt mir besser. Ihr könnt ja gerne mal in die Kommentare schreiben, welche Farbe euch besser gefällt. Aber auch die Farbe gefällt mir eigentlich sehr gut. Fit ist auch wieder perfekt. Also wirklich, wenn ihr was von Vested wollt, geht eine Size hoch. Ich trage mal meine L, habe jetzt eine XL genommen, fittet perfekt, also wirklich komplett perfekt. Eines heißt hochgehen, ist sehr wichtig, denn letztes Mal hatte ich eine L, war ein bisschen zu klein, aber auch hiermit sehr, sehr zufrieden. Gefällt mir sehr, sehr gut. So, ja, jetzt ist halt die Frage, welche Farbe ist besser? Jetzt zum Vergleich, welche Farbe gefällt euch besser? Einmal bitte in die Kommentare alles schreiben, Hashtag Pink oder was auch immer das für eine Farbe ist, oder Hashtag Blau. Würde mich auf jeden Fall mal interessieren, welche Farbe ihr besser findet. Ich muss euch ehrlich sagen, ich glaube, mir gefällt die Farbe sogar besser. Weil ich habe einen Babyblauen Nike Hoodie, deswegen ist das eigentlich unnötig, nochmal einen Babyblauen Hoodie zu kaufen, beziehungsweise Zip Hoodie zu kaufen. Aber ja, die Farbe ist irgendwie, die tut es mir irgendwie an. Die sieht sehr, sehr nice aus. Aber auch die Farbe ist nice. Es ist schwierig, aber ich möchte eigentlich nur einen behalten. Einen werde ich dann für Retail verkaufen, dann werde ich es dann meine Insta-Story posten. Deswegen auf Instagram folgen. Da wird das irgendwann in der Story für Retail verkauft. Ja, und das wäre es eigentlich auch zu dem Pack-Opening, zu dem Live-Corpus-Unboxing-Video und zu beiden, ja,
Zip-Hoodies. So, Freunde, wie gesagt, das wär's mit dem Video gewesen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es so war, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Wie gesagt, schreibt in die Kommentare, welchen Zip-Hoodie ihr besser findet oder auch was ihr euch gekauft habt, wie ihr die Sachen findet. Würde mich auf jeden Fall mal interessieren. Und dann, ja, lasst ein Abo da. Vergesst nicht, mich zu abonnieren. Und wir sehen uns beim nächsten Video, Freunde. Haut rein. Ciao.